Ja, eben waren wir im Crewbereich. Der liegt hier unten drunter im Keller sozusagen. Und hier oben ist halt, jetzt sind wir gerade in der Masterkabine. Für den Eigner ist natürlich eine ganz andere Welt. Und so eine Kabine ist halt mit allem Komfort ausgestattet. Wir haben hier Fernseher, wir haben Klimageräte. Ja, ist alles da, was das Herz so begehrt. Gehen gleich nochmal in die Keramikabteilung, kann man hier wirklich sagen, weil das ist für den amerikanischen Bereich gebaut worden. Die Schiffe werden in Taiwan gebaut, aber dieses Boot ist eigentlich für den amerikanischen Markt gebaut worden und die Amerikaner mögen gerne alles mit Marmor und ja, so für uns Europäer würden sagen Old Style, aber ist halt sehr begehrt und somit werden die Schiffe auch so gebaut. So, hier geht's zu den Gästekabinen. Kommt einfach mal mit. Das ist hier der separate Gästebereich, bestehend aus vier Doppelbettkabinen. Und das ist auch der Arbeitsplatz, auch der Stewardess, um die Betten zu machen, wenn Gäste da sind, um die Bäder zu reinigen, um die Handtücher zu waschen, zu bügeln. Manchmal wird das ausgesourced, manchmal wird das an Bord gemacht. Aber die Stewardess muss dann halt das wieder schön zusammenlegen und ist halt für die Reinlichkeit des Schiffes generell verantwortlich. Der Bugbereich des Schiffes und das ist auch das Aufgabengebiet des Marineros, Deckhands oder auch Bootsmann genannt. Und da ist auch die Einstellungsvoraussetzung genau dieselbe: Gesundheitszeugnis und den SCCW 2010, diesen Grundlehrgang, den jeder haben muss, und dann kann er theoretisch auf einer Yacht praktisch anheuern. Ja, zusätzlich zu dem Bootsmann ist natürlich auch vorteilhaft, wenn man einen Sportbootführerschein See macht. Dann ist es sehr wichtig, mit den Anker umzugehen oder so eine Klampe zu belegen, mit der Winde umzugehen. Das Handling muss natürlich auch der Bootsmann zwar lernen, weil jedes Schiff ist anders, aber so einen Grundlehrgang muss man dann schon mal machen. Jetzt gehen wir zum Maschinenraum, da ist noch eine weitere Position und vielleicht ist das auch was für euch. Bis gleich. Ja, also wir sind jetzt hier im Maschinenraum der 33 Meter Horizon Yacht und hier könnt ihr mal euch umschauen, was es hier so gibt. Wir haben hier zwei starke Motoren, 1900 PS, eine Maschine, also 3800 PS. Wir haben hier, können wir unseren eigenen Strom machen, das sind zwei Generatoren. Wir können unser eigenes Wasser hier machen. Das heißt, aus Salzwasser machen wir hier frisches Süßwasser, auch trinkbar. Und das ist hier der Arbeitsplatz eines Maschinisten, eines Ingenieurs, wie die Engländer sagen. Und hier ist man schon eine Weile beschäftigt, um alles zu verstehen, was es hier so gibt, und bedarf auch einer Ausbildung, einer technischen Ausbildung, zumindest als Kfz-Mechaniker in der Sache Hydraulik, Elektrik. Das ist immer von Vorteil, dass man solche Berufe schon mal im Vorfeld innehält. Aber auch zusätzliche gibt es spezielle Kurse dafür für den Yachtbereich. Die sind nicht ganz billig, aber muss man auch sagen, wenn ihr sowas macht, in Zukunft werdet ihr nie unter 5.000 € verdienen.
als Tätigkeit eines Maschinisten ist natürlich sehr, sehr umfangreich, was er hier zu tun hat. Er muss halt die Maschinen praktisch in Schuss halten, er muss Wartungsbücher führen. Mittlerweile muss er auch praktisch ein Ölbuch führen, was reingekommen ist und was rausgeht. Er ist für die Pflege der Maschinen verantwortlich. Wenn ein Gerät ausfällt, Licht ausfällt, eine Winde ausfällt, das muss er alles zumindest, also nicht unbedingt reparieren, aber zumindest diagnostizieren, damit praktisch Handwerker, Fachleute vorbeikommen können und mit den Maschinisten dann halt die Gerätschaften ausbauen oder warten können. Es ist nicht nur so, dass man halt das alles reparieren muss, aber nur wenn man auf See ist, deswegen auf richtig guten Schiffen ist fast eine komplette Werkstatt. Wenn man auf See ist, muss man natürlich auch schnell improvisieren und was reparieren und dass man halt weiterkommt, wenn irgendwas ausfällt. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal auf die Flybridge. Wir sind ja jetzt fertig mit dem Maschinenraum und schauen uns dort mal was an.